Ja, komm, ich habe das wiederholt, ich habe das vorher ganz erklärt, was ich mir da heute nicht mehr vorstelle, dass man ein Merk, nennt man Generationenhaus, weil mehr Generationen ist ja dann mit Kindergarten und Betriebe, dass sie Familien aufhalten können oder dass sie die Wohnungen mieten können, vielleicht verkaufen. Dass man dann auch Räume für eine Begegnung, für die Begegnung sammelt, dass man verschiedene Clubräume einbringt, für Jugendlichen, für die Senioren, Treffpunkt. Einfach das, was ich vorher gesagt habe, ich müsste das nicht, was man da anders machen soll, für die Gemeinde. Das ist einfach dann für alle was, da muss ich alle beteiligen können oder alle beteiligen sollten. Dann müssen wir natürlich auch die Dorferneuerung an der alten Schmiede, das ist ja klar, so ein Thema, wo man sagt, das ist ja nicht besonders ein schöner, da ist jetzt unser Containerplatz, der Containerplatz ist weg. Das war ein schöner Dorfplatz, wo man nutzen konnte für verschiedene Sachen, also da waren ja Parkbänke oder was, einfach gegenüber dem Sozialhaus, sag ich mal, ja, mit Generationswohnungen drin, Generationswohnmöglichkeiten. Und dann das Haus, die Räume der Begegnung, dass man da in der Mitte was hinbringt, was ein, jetzt meiner Ansicht nach planbar und auch finanzierbar wäre. Wahrscheinlich über die nächsten Jahre, aber durch den Mieteinnahmen oder durch Teilnahme der Verkauf von Eigentumswohnungen, die nächsten Jahre durchaus zum Finanzieren kommen.